In diesem Video widmen wir uns nochmal der Konfiguration von Battery Drum Kits. Wir sehen hier ein Drum Kit, was jetzt hier in den verschiedenen Zellenreihen A, B, C, D jeweils identische Zuordnungen hat. Und ich habe jetzt hier einen Drum Loop aus Logic's automatischem Drummer konvertiert und dann einen Sound hier stumm geschaltet und einfach hier so ein Battery Drum Kit geladen. Und das passt jetzt, das heißt, ich kann das hier abspielen. Und interessanterweise kann ich jetzt hier auch das transponieren um eine Oktave. Um eine Oktave wollte ich es transponieren. Und dann habe ich eine ähnliche Konfiguration von Sounds. Das heißt, ich kann mal ausprobieren, ob dieses MIDI-File sich auch mit einem anderen Drumkit ganz gut anhört oder mit einer anderen Zellenreihe aus demselben Drumkit. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, das gefällt mir, aber das Einzige, was mir nicht gefällt, ist vielleicht die Kick. Das heißt, ich könnte hier das weiterlaufen lassen und während es läuft, eine andere Kick, die ich vorher Probe gehört habe, mit einem Doppelklick einfach da reinladen. Aber diese Anordnung hier von mehreren Zellenreihen finde ich auch hier in anderen Kits, zum Beispiel hier bei diesem 808 Multiple Kit. Und auch hier passt die Zuordnung wieder einigermaßen. Jetzt stelle ich mal hier unter Transposition ein plus 36. Na, ist ein bisschen hakelig hier. Dann spielt hier die Reihe D. Und wenn ich hier wieder runtergehe, die Reihe 1. Jetzt könnte ich natürlich hier auch noch sagen, neue Spur mit gleichem Instrument und kopiere hier diese Region und spiele das Ganze dann doppelt. Also mit diesen Zuordnungen hier in Battery Kits kann man relativ gut auch mit MIDI-Files aus anderen Schlagzeugprogrammen arbeiten. Und es ist natürlich auch ganz angenehm, dass man jetzt hier so eine wichtige Konfiguration aus Kick, Snare, Hi-Hat und Tom nicht nur einmal hat für ein General MIDI Drum Kit, sondern wenn man ein Kit lädt, dann hier wie im Beispiel gleich viermal, sodass man verschiedene Konstellationen ausprobieren kann.